Hallo mein Lieben, immer wieder bekomme ich die Anfrage, wir wollen jetzt auswandern, wir wollen nicht warten, bis wir unsere Rente bekommen, wir wollen in Frührente gehen und bis wir unsere Rente bekommen, könnte es ein paar Jahre dauern. Was kannst du uns für Tipps geben, was kannst du uns empfehlen? Und ich bekomme ja auch oft die Frage, ob sie in Bitcoin investieren sollen oder in Gold oder Silber. Ich werde halt das gefragt und meine Meinung wird halt gefragt. Und ich sage immer, never ever Bitcoin. Never ever. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, das ist eure Sache. Aber meine Meinung wurde gefragt, ja. Und es gibt ja natürlich so abgöttisch Bitcoin-liebende Menschen. Und denen kannst du Fragen stellen, was du willst. Du kriegst nie eine richtige Antwort, ja. Ich frage dann immer, was steht denn hinter Bitcoin? Ja, was ist denn, wenn Bitcoin mal. Wir haben ja oft genug Beiträge gesehen und Nachrichten gesehen, wo es geheißen hat, ja, irgendeiner hat irgendeinen Code geknackt, jetzt hat er da von 1 Million an Bitcoins, die kriegt er nicht mehr, oder ein anderer hat die ganzen Passwörter vergessen von dem Bitcoin, er hat jetzt 9 Millionen Euro Bitcoin verloren, ja, oder solche Sachen. Und dann noch eine andere Frage, ja. Was steht hinter Bitcoin, habe ich gefragt. Da steht gar nichts dahinter. Ja, gar nichts. Und was steht zum Beispiel, was bekommt ihr eigentlich für eure Bitcoins? Nehmen wir an, du hast 100.000 Euro und du hoffst ja auf Zinsen oder Gewinn und du musst ja ständig jeden Tag nachschauen, jeden Tag. Ja, wenn du das brauchst, wenn du diesen Stress brauchst, dann leg dir Bitcoin zu. Ja. Viel besser und viel sicherer ist es natürlich hier mit einer Immobilie. Viel sicherer und viel besser. Denn es wurde noch nie hier in der Türkei, noch nie, wie in Deutschland schon zweimal passiert ist, Grundbuchreform ausgeführt, um den Schwachsinn, was die Politiker verzapft haben, dadurch zu finanzieren. Ja? Das wurde hier noch nie gemacht. Ja? Wir haben hier schon seit 1700 ein Grundbuchamt. Ja? Und ihr bekommt Miete. Ja? Miete. Aktuell habe ich hier nichts da, nichts. Nächste Woche werde ich einige Objekte haben zum Vermieten von Kunden, ja, und die sind noch nicht so weit. Und ab September sind sie dann so weit. Ja. Ich habe einfach keine Wohnungen zum Mieten. Ja. Und fragt mich bitte auch nicht, wenn ihr ein Video seht zu vermieten, da könnt ihr das Video anschauen, wenn es euch gefällt, langt zu. Okay. Gold und Silber, ja. Auf jeden Fall sicherer als Bitcoin, aber Gold und Silber nicht in Papierform bei der Bank, sondern halt auf der Hand. Nur wenn du es auf der Hand hast, kann es auch geklaut werden, ja, oder verloren gehen. Ich kenne die Geschichte von einem Nachbarn von mir in Antalya, den seine Mutter hat 5.000 Euro in Gold versteckt. Ratet mal wo? In den Staubsauger hat sie es versteckt. Weil es macht ja sonst niemand auf, hat sie gesagt, ne? Gedacht. Und der Sohn hat mir das halt erzählt. Und der ging halt dann irgendwann kaputt. Alle haben vergessen, dass da halt Goldbarren drin waren. Und haben sie halt wir haben hier immer so Sammler, Leute, die hier wohnen, wissen das. Die schreien dann immer, Altgeräte, Altpapier, Altmetall, schreien die immer an der Straße. Ja? Und denen kannst du dann das schenken und den nimmst halt kostenlos mit. Und denen haben sie das gegeben und keine Ahnung, was danach passiert ist, weiß ich nicht. Also, und Gold und Bitcoins und Geld hat ja nur, wenn es halt die Entwertung halt steigt, ja, wenn dann praktisch Gold teurer wird, weil halt Geld fällt oder umgekehrt. Und aktuell ist ja Gold wieder günstiger zu haben und Silber, obwohl es eigentlich umgekehrt sein müsste. Aber das zeigt mal wieder, wie viele Schlafschafe wir haben. Die Leute schnallen einfach nichts. Das Beste ist einfach ein Grundbuch. Hier ein Objekt von mir kaufen. Ja? Ich vermiete es euch sofort oder ihr vermietet es selber. Das ist eure Sache. Und 300 Euro, eine 1 plus 1 Wohnung, aber, oder 2 plus 1 Wohnung. Aber die Leute sollen schon bitte was Ordentliches bekommen. Ja? Nicht, dass ihr denkt, ihr kauft da irgendeine Spelunke da für 30.000 Euro und könnt sie dann für 300 Euro vermieten. Also verarschen tun mir die Kunden nicht, also auch die Mieterkunden werden nicht verarscht. Ja? Die sollen schon was Ordentliches bekommen für 300 Euro. Okay? Und
Also, sagt Bescheid. Wenn ihr wieder eine Kunde, der hat gemeint, Ali, ich habe 130.000 Euro, ich habe aber noch kein Geld zum Leben, ich bin 50 Jahre alt, ich will mich auch nicht in Deutschland irgendwie da krank melden oder arbeitslos melden oder was auch immer. Das geht mich übrigens alles nichts an, es ist mir egal, was ihr macht. Ja. Das braucht hier auch keiner wissen, das ist mir wurscht. Ja. Wenn möglich, macht halt alles so, dass ihr niemanden zur Last fällt. Und das hat er auch so gesagt, er will niemandem zur Last fallen. Deswegen, was soll er damit machen? Kann er von dem Geld irgendwie leben und selber eine Wohnung haben? Ja, natürlich. Hier ist Mindestlohn ca. 2.400 türkische Lira. Damit leben die Leute natürlich nicht gut. Aber ich kenne einige, die haben sich damit trotzdem noch eine Wohnung gekauft können. Ja? Und den werde ich jetzt hoffentlich mal bald interviewen, damit er euch sagen kann, dass hier eigentlich schon auch arbeiten. Wer fleißig ist, findet hier immer einen Job. Ja? Und also 120, 130.000 Euro, okay. Wir kaufen dir eine schöne Dreizimmerwohnung. Ja? Wir kaufen dir eine schöne Dreizimmerwohnung, so für 70 oder mehr. Und zwei kleinere Wohnungen. 2 mal 1 plus 1 Wohnungen. Und die vermieten wir jeweils für 300 Euro. Dann hast du also im Monat 600 Euro. Und mit denen kannst du locker leben. Weil viele meiner Auswanderer haben ja schon in ihren Videos auch zugegeben, mit 300 Euro ohne Miete kann man hier leben. Man kann sogar zweimal in der Woche noch dazu auch noch essen gehen. Ja? Man kann aber natürlich keine drei, vier Bier am Tag dazu trinken und 5 Schachteln Zigaretten am Tag rauchen. Das geht natürlich nicht. Und so Luxusrestaurants jede Woche geht natürlich auch nicht. Aber man kann ordentlich davon leben und Internet bezahlen und so weiter und so weiter. Wasser bezahlen und so weiter und so weiter. Also, wer Lust hat, sein Geld in Sicherheit zu bringen, Bitcoins, vergisst Bitcoins. Grundbuch könnt ihr sogar verlieren, dieses Grundbuch, dieses Blatt. Es macht gar nichts, denn ihr seid auch bei der Grundbuchbehörde eingetragen und das ist total, also die sind total, ist auch gut so, die sind total penibel, da muss alles passen. Ja? Das heißt, wenn du in Gold investierst, also von der Bank kannst du es ja nicht machen, weil wenn die Bank pleite geht, ist es auch weg. Ja? Wenn du es zu Hause versteckst oder ist halt auch nicht sicher. Ja? Habe ich ja erzählt, die Story mit den Barren da, mit den 5.000 Euro. Bitcoins kannst du so vergessen, ja? Geld kannst du auch vergessen. Das wird irgendwann mal auch nichts wert und kann auch verloren gehen. Ja? Aber eine Wohnung, die kann nicht verloren gehen. Kriegst auch noch jeden Monat Miete dafür. Warum begreifen das viele Leute nicht? Ich sage euch, warum viele Leute trotzdem in Bitcoin investieren und ich sage euch auch, warum viele Leute das nicht begreifen. Nach dieser Corona-Schwachsinnsblase, Sache, Fake-Pandemie, muss jeder gemerkt haben, die Leute haben einfach einen Dachschaden, denen kannst du nicht helfen. Du kannst mit denen noch so oft reden, du kannst ihnen sagen, die Masken schützen nicht vor Viren, das steht auf der Verpackung, dann den Beipackzettel von den Impfungen musst du mal lesen. Wenn du solche Sachen, das interessiert die nicht. Die können keinen anderen Weg gehen, die sind verloren. Ja? Die sind verloren. Okay? Und wenn du das denen sagst, Mensch, Bitcoin ist ein Schwachsinn, dann tun sie voll auf Öko, ja, voll auf Bio, Öko, ich will die Umwelt retten und so weiter. Ah, ich habe in Bitcoin investiert. Was ist ein Bitcoin? Ja? Das verursacht Stromkosten ohne Ende, ohne irgendwas zu produzieren. Ja? Ein Schreiner, ein Handwerker baut irgendwelche Möbelstücke und dafür läuft die Kreissäge, das verbraucht Strom. Aber du hast am Ende was erschaffen. Ja? Ein Bitcoin hast du irgendeine Zahl irgendwo im Netz. Wieso begreifen das viele Leute nicht? Ja? Und dann sagen sie, ja, der wurde Millionär, hättest du halt vor 10 Jahren auch mal in Bitcoin investiert. Ey, hätte ich vor 10 Jahren hier Grundstücke gekauft, ja, wäre ich wahrscheinlich zigfach mehr Millionär als Bitcoin-Millionäre. Ja? Also, wirklich, Leute, das ist nur meine Empfehlung. Okay? Also, meine Lieben, so viel mal von mir. Wer Interesse hat, meldet sich und kommt in mein Café und ich zeige euch ein paar wunderschöne Wohnungen. Eine 1 plus 1. Passt mal auf, ja, das ist ja das Gute. In Germany musst du ja für eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung musst du ja 20 Jahre oder 30 Jahre schuften, bis du es mal wieder drin hast. Ja? Und hier hast du das Ganze wenn du als Beispiel 50.000, ja, dann hast du mit Mieteinnahmen, ja, hast du es nicht mal in 8 Jahren, hast du es wieder drin. Ja? Und es vergeht falsch schnell. Ja? Das vergeht
sau schnell aktuell, die Zeit vergeht so schnell, das gibt's nicht. Leute, denkt einfach nur logisch. Bitcoin, wer Bitcoin sich kauft, hat meiner Meinung nach einen Dachschaden. Okay, wenn du zu viel übrig hast, dann mach doch, was du willst damit. Ja? Mach doch was, dann kannst du auch gleich nach Monte Carlo. Ja? Aber wer wirklich seine Ruhe haben will, wer hier nur noch seine Hobbys machen möchte, wer Fotos machen möchte, angeln gehen will, wer hier surfen gehen will, wer hier wirklich Spaß haben möchte am Leben, wer nicht mehr unbedingt zwangsmäßig arbeiten gehen will, kauft sich ein oder zwei Wohnungen und hat schon mal eine Sicherung, ja, und kann davon leben. Eine schöne Wohnung für dich, eine Wohnung zum Vermieten. Und wenn du nur eine Wohnung zum Vermieten schaffst finanziell, dann hast du wenigstens noch, kannst du halbtags irgendwas machen oder online oder YouTube-Videos oder was auch immer, versteht ihr? Ja? Und aktuell in Kestel kannst du wirklich vergessen, dass du günstig Wohnungen findest. 1 plus 1 Wohnungen kosten hier mittlerweile 80.000, ja. Also ich kann da auch nichts dafür, Leute. Ich muss die jetzt auch anbieten, sonst kann ich keine Videos mehr machen. Ja? Aber ich werde auch immer wieder zwischendrin günstige, preiswerte Wohnungen reinstellen. Ja? Das bin ich auch denen schuldig, die halt nicht so viel, ne, Pagare haben. Okay? Also liebe Grüße von mir. Passt auf euch auf. Macht, was ihr wollt. Es ist euer Leben. Ich gebe euch nur die guten Tipps. Und bisher habe ich bei jedem, der hier mehrere Wohnungen von mir gekauft hat, sofort die Wohnungen dann vermietet. Also nach ein, zwei Monaten nach Grundbuchübergabe. Ja. Dankeschön, liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Teşekkürler. Çok teşekkürler diyorum. Teşekkürler. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.